Tagesordnungspunkt 26 sowie die Zusatzpunkte 14 und 15, Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Lobbyregistergesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! In Deutschland gibt es 6.000 Lobbyorganisationen, die mit einem Gesamtetat von zusammen über 800 Millionen Euro pro Jahr in Deutschland Interessensvertretung betreiben. Und das zeigt, dass die Versuche, auf unsere Gesetzgebung hier Einfluss zu nehmen, sehr groß sind. Und genau darum ist es so wichtig, dass wir mit der Verschärfung des Lobbyregistergesetzes für mehr Transparenz hier in der Gesetzgebung sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und um es gleich zu Beginn zu sagen, Interessenvertretung an sich muss nichts Schlechtes sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber debattieren, wie wir bei der Wärmewende verhindern, dass die Mieten explodieren, da ist natürlich klar, dass wir uns mit dem Mieterbund austauschen müssen. Oder wenn wir wirtschaftspolitische Themen besprechen, da ist mir der Austausch etwa mit der Handwerkskammer sehr wichtig. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bürgerinnen und Bürger müssen das Vertrauen haben, dass wir Abgeordnete uns nicht von Klientelinteressen und von Lobbyisten beeinflussen lassen, sondern dass wir nach dem Allgemeinwohl handeln. Und das muss erkennbar sein. Und dafür braucht es diese Transparenz. Transparenz, die wir mit diesem Gesetz hier verbessern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zukünftig wird registrierungspflichtig nicht erst, wer als Lobbyorganisation Kontakte zu einem Unterabteilungsleiter in einem Bundesministerium hat, sondern schon zum Referatsleiter. Und um Missverständnissen vorzubeugen, mit diesem Gesetz schaffen wir keine Pflichten, dass Gespräche dokumentiert oder gar veröffentlicht werden müssen, sondern wir setzen die Voraussetzungen für die Registrierungspflicht auf die Referatsleiterebene herab. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss auch klar sein, worauf genau sich die Interessensvertretung bezieht. Und deswegen wollen wir hier verpflichtend festlegen, dass die Interessensorganisationen darlegen müssen, worauf sie sich beziehen, auf welches Gesetz, auf welche Verordnung oder auf welchen Bundestagsbeschluss. Das muss alles veröffentlicht werden. Und die Stellungnahmen und die Gutachten müssen im Lobbyregister hochgeladen werden, damit alle Bürgerinnen und Bürger einfach erkennen können, ob Einfluss genommen wurde auf die Gesetzgebung. Und wir verschärfen die Regelungen, nach denen die Lobbyorganisationen ihre finanzielle Grundlagen darstellen müssen. Da gibt es heute nämlich die Möglichkeit, dass die Finanzgrundlagen ganz einfach nicht angegeben werden müssen, dass sie verweigert werden können und das auch noch ohne irgendeine Begründung. Und diese Verweigerungsmöglichkeit, die streichen wir. In Zukunft müssen die Jahresabschlüsse, muss die Mitgliederbeitragsaufkommen, das Spendenaufkommen und die Zuschüsse der öffentlichen Hand veröffentlicht werden, damit klar ist, wie sich die Lobbyorganisation finanziert. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, an einem Punkt, da ändern wir die Regelungen unseres heute schon guten Lobbygesetzes. Wir streichen nämlich die Regelung, dass Spenden höher als 20.000 Euro an eine Lobbyorganisation mit dem Namen des Spenders im Lobbyregister von der Lobbyorganisation veröffentlicht werden müssen. Wir hören den Hilferuf fast aller großen deutschen Wohlfahrtsorganisationen von der DLRG über das Rote Kreuz, die Caritas und CARE. Und wir sehen durchaus deren erhebliche, berechtigte Bedenken, dass das Spendenaufkommen zurückgeht, wenn die Namen veröffentlicht werden müssen. Außerdem glauben wir, dass das keinen Einfluss hat, wenn man diese Beträge spendet in Höhe von 30.000 oder 40.000 Euro auf die Lobbyorganisation. Und deswegen wollen wir diese Regelung hier streichen. Wir hören den Hilferuf, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sozialverbände. Die Verbände sind einfach zu wichtig. Und da muss ich auch sagen, in Richtung Union, wir waren schon sehr überrascht, dass ihr die Sozialverbände hier im Stich lassen wollt. In Sonntagsreden, da hört man immer, dass wir das Ehrenamt unterstützen müssen, wie wichtig es ist, den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu fördern. Und dann müssen wir doch auch genau diese Verbände, die für diesen sozialen Zusammenhalt stehen, finanziell unterstützen. Und das können wir hier, indem wir das Spendenaufkommen nicht riskieren, dass es sich reduziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und
Mit diesem Gesetz beenden wir auch einen weiteren Missstand, dass nämlich einfach Interessensvertretung dadurch verschleiert werden kann, dass Dritte zwischengeschaltet werden, Agenturen, auch diese sogenannten Kettenbeauftragungen, die werden der Vergangenheit angehören, weil jetzt offengelegt werden muss, welche konkreten Drittinteressen hinter einem Lobbyauftrag bestehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben es ja auch oft, dass Mandatsträger aus der Politik in die Lobbybranche wechseln, sogenannte Drehtüreffekt. Zukünftig muss offengelegt werden, ob ein Lobbyist aktuell oder früher Ämter oder Mandate hatte, damit ganz klar ist, ob hier das Allgemeinwohl vertreten wird von einem ehemaligen Politiker oder eben das Interesse des Auftraggebers, des Lobbyisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stärken mit diesem Gesetz das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Gesetzgebung, indem wir mehr Transparenz schaffen. Lassen Sie uns das Lobbyregister gemeinsam so verschärfen, wie wir es hier vorgeschlagen haben. Wir freuen uns auf die Beratung. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Patrick Schnieder das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Angesichts der Vorgeschichte, wir erinnern uns daran, dass es ja schon einen Versuch gegeben hat, das Lobbyregister zu ändern, und zwar auf eine sehr intransparente Art und Weise, angegangen an ein anderes Gesetz im vergangenen Jahr. Angesichts der Tatsache, dass Sie hier eine Bewertung treffen, das schaffe angeblich mehr Transparenz, muss ich sagen, lassen Sie uns das mal messen an dem, was Sie an großspurigen Ankündigungen in der letzten Wahlperiode, aber auch im Koalitionsvertrag hier getroffen haben, und dann die Bilanz ziehen, ob wir zu mehr oder zu weniger Transparenz kommen. Und ich sage Ihnen, von dem, was Sie angekündigt haben, was Sie gerade hier an Bewertung getroffen haben, bleibt in der Realität nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts übrig. Dieses Gesetz führt zu mehr Intransparenz. Und ich will Ihnen das an einigen wenigen Punkten deutlich machen. Sie schreiben in Ihrem Koalitionsvertrag, wir wollen den Kreis der eintragungspflichtigen Interessenvertretungen erweitern. Ich erinnere mich noch gut an die Beratung in der letzten Wahlperiode hier. Da stand der Kollege parlamentarischer Geschäftsführer, heute Bundesjustizminister, hier am Pult und hat gesagt, dieser Gesetzentwurf enthält scheunentorgroße Ausnahmen, er ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Dahinter steckt, dass beispielsweise Kirchen, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände herausgenommen wurden. Und Sie haben immer wieder bis zuletzt angekündigt, das werden wir ändern. Was finden wir im Gesetzentwurf? Nichts. Gar nichts dazu. Und ich habe den Verdacht, dass es nicht nur eine großspurige Ankündigung war, sondern dass die Öffentlichkeit hinter die Fichte geführt werden sollte. Denn wir haben damals in der Anhörung unisono von allen Sachverständigen gehört, aufgrund der Grundrechtsposition Artikel 4, Artikel 9 ist das gar nicht anders möglich. Wir haben das damals vorgetragen, Sie haben es nicht geglaubt. Offensichtlich ist man jetzt zu einem anderen Ergebnis gekommen. Von den großspurigen Ankündigungen jedenfalls ist überhaupt nichts übrig geblieben. Zweiter Punkt. Anhebung der Schwellenwerte für Spenden bzw. Neuregelung der Schwellenwerte für Spenden. Bisher, Sie haben das richtig ausgeführt, liegt die Wertgrenze bei 20.000 Euro. Darüber müssen Spendenzuwendungen, Schenkungen veröffentlicht werden. Jetzt ist es eine Regelung, die 10.000 Euro als Grenze setzt und kumulativ, es muss 10% des Gesamtspendenaufkommens sein. Und da finde ich es schon ein bisschen seltsam, dass man die Wohltätigkeitsorganisationen, Sozialverbände hier vorschiebt. In der Tat, darüber muss man reden, damit muss man sich beschäftigen und vielleicht findet man dort eine Lösung. Aber Sie verschleiern natürlich, worum es Ihnen eigentlich geht. Und da will ich mal sagen, dass wir in einem bestimmten Bereich, nämlich so bei links-grünen Vorfeldorganisationen, hier zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Ich werde Ihnen mal ein paar Organisationen nur beispielhaft vorführen. Die Redezeit reicht nicht dazu aus, die ganze Liste hier aufzuführen. Wir fangen mal bei Greenpeace an. Gesamtspendenaufkommen 2021 ca. 80 Millionen Euro. Das heißt, Einzelspenden bis 8 Millionen Euro werden nicht mehr veröffentlicht. Intransparent.
WWF Deutschlands, Gesamtspendenaufkommen, Geschäftsjahr 21, 22, 55 Millionen Euro. 10% davon 5,5 Millionen Euro. Einzelspenden bis 5,5 Millionen Euro werden nicht mehr veröffentlicht. Ich sage intransparent. Das können wir weiter deklinieren. BUND, NABU, bis zur Deutschen Umwelthilfe immerhin noch 5 Millionen Euro Gesamtspendenaufkommen. Einzelspenden bis ca. 500.000 Euro werden nicht mehr erfasst. Diese Finanzströme werden verschleiert. Und das ist ein maximaler Zugewinn an Intransparenz, den Sie hier machen. Und das machen wir nicht mit. Und dabei gibt es gerade im Bereich der Nichtregierungsorganisationen einen dringenden Nachholbedarf an Transparenz. So werden beispielsweise in den aktuellen Lobbyregistereinträgen der Deutschen Umwelthilfe, vom BUND, von Greenpeace, von Fridays for Future unter der Rubrik Schenkungen Dritter weit überwiegend lediglich die Spendensummen ohne Angaben der Namen der natürlichen oder juristischen Person veröffentlicht oder Angaben gar verweigert. Und ich erinnere mich, bei einer dieser Organisationen eine Einzelspende von 210.000 Euro gesehen zu haben, aus Vaduz, Liechtenstein, wo anonymisiert das aufgeführt wird. Ich sage Ihnen, wenn das an einen Verband gegangen wäre, wäre die Welt zu klein gewesen hier im Reichstag, um Ihren Protest dagegen überhaupt noch aufnehmen zu können. Das ist eine Verschiebung der Maßstäbe zwischen einzelnen Organisationen, der nicht hinnehmbar ist. Und im Übrigen ist eine Organisation wie die Letzte Generation bislang überhaupt nicht aufgeführt, die aber erkennbar Lobbytätigkeit im Deutschen Bundestag, übrigens auch bei der Bundesregierung, sage nur Verkehrsminister Wissing hat mit denen ja verhandelt, betreibt. Also insofern in puncto Transparenz bleiben Sie alles schuldig, wirklich alles schuldig, was Sie angekündigt haben. Ganz im Gegenteil, es ist ein einziger Rückschritt, den Sie hier vornehmen. Dritter Punkt. Was Sie ansonsten an Regelungen noch schaffen, ist ein wahres Bürokratiemonster. Das, was dort an Stellungnahmen hochgeladen werden soll, wird ja dazu führen, ein Effekt, den wir in Europa, auf europäischer Ebene übrigens sehen, dass dann alle noch einen Arbeitsnachweis bringen müssen, dass nur wirklich alle das Gespräch mit der Regierung gesucht haben. Und Sie werden nachher vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, ganz abgesehen davon, was das für die einzelnen Organisationen, für Wirtschaftsunternehmen, für Interessenvertreter wirklich bedeutet. Und deshalb sage ich unter dem Strich, das ist das Papier nicht wert, auf dem das steht, jedenfalls nicht, wenn man für mehr Transparenz im Lobbyregister eintritt. Das ist ein deutlicher Rückschritt gegenüber dem, Sie haben es gesagt, guten Lobbyregistergesetz, das wir in der letzten Periode gemacht haben. Ist ein deutlicher Rückschritt. Schaffen Sie nicht mehr Intransparenz. Legen Sie was Ordentliches auf den Tisch. So kann das jedenfalls keinen Bestand haben. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Bruno Hönel das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, wir Grüne haben über viele Jahre aus der Opposition heraus dafür gekämpft, dass es überhaupt ein Lobbyregister gibt. Und wenn man ehrlich ist, die Union war ja über Jahre der absolute Gegenpol dazu. Sie haben ein Register ewig blockiert und sind erst unfreiwillig zur Einsicht gekommen, als der öffentliche Druck im Kontext der Maskenaffäre in Ihrem eigenen Laden zu groß geworden ist. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass Sie heute hier gegen die klaren Verschärfungen des Lobbyregisters, die wir einbringen, polemisieren. Im Geiste sind Sie eben immer noch die Partei der schwarzen Kassen und der lockeren Lobbyverflechtungen. An Transparenz haben Sie jedenfalls kein Interesse. Und genau vor diesem Hintergrund muss man Ihre Kritik hier auch einordnen, lieber Herr Schnieder. Und ich will auch noch mal mit der falschen Unterstellung aufräumen, wir würden hier irgendwelche Organisationen bevorteilen oder schützen wollen. Das Gegenteil ist der Fall. In Ihrem Lobbyregister, Herr Schnieder, hatten Interessensvertreter die Möglichkeit, Angaben beispielsweise zu spenden, einfach zu verweigern. Und genau das sehen wir ja auch im Register, nämlich, dass nur ein kleiner Teil der Organisation überhaupt Angaben zu Spendern gemacht hat und so gerade keine Transparenz über Spenden hergestellt wird. Und ich soll Ihnen mal was sagen.
Die Verweigerungsmöglichkeiten streichen wir jetzt. Das ist ein Mehr an Transparenz. Von daher verbreiten Sie hier nicht solche Märchen, sondern orientieren Sie sich an den Fakten und am Gesetzestext, der Ihnen vorliegt. So. Aber das Gute ist ja, dass ohne die Union in Regierungsverantwortung beim Thema Transparenz dann auf einmal relativ viel möglich ist. Und genau das zeigt unsere Novelle, die wir heute hier aus der Mitte des Parlaments einbringen. Wir schärfen das Lobbyregister an zentralen Stellen nach, arbeiten Erfahrungen aus der Praxis ein und bringen das Lobbyregister auf internationales Spitzenniveau in Sachen Transparenz. Künftig müssen LobbyistInnen angeben, auf welche Gesetze oder Verordnungen ihr Einfluss abzielt. Das Ziel und Thema der Interessenvertretung wird so transparent. Darüber hinaus legen wir den sogenannten Drehtüreffekt offen. Kollege Fechner hat es gesagt. Machen also den Seitenwechsel von der Politik in die Wirtschaft transparent und sorgen zudem dafür, dass es künftig nicht mehr möglich ist, den wahren Auftraggeber und die Finanzierung von Lobbyismus zu verschleiern. Das alles waren Einfallstore für Machtmissbrauch, die wir jetzt schließen. Und das war überfällig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Marco Buschmann, unser Justizminister, hat bei Einführung des Lobbyregisters hier im Plenum völlig richtig gesagt, das Lobbyregister ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Mit unserer Gesetzesnovelle verwandeln wir diesen Schweizer Käse, um mal in dieser lustigen Metapher zu bleiben, in einen vollmundigen Bergkäse, aber ohne Löcher, sondern dafür mit richtig viel Biss. Wir erschweren Machtmissbrauch. Wir sorgen dafür, dass der Lobby-Einfluss auf politische Entscheidungen für alle BürgerInnen nachvollziehbar ist. Kurzum, wir schaffen mehr Transparenz. Und ich meine, da ist etwas richtig Gutes gelungen, Herr Schnieder. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt 24. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei, das heißt exakt um 17.50 Uhr. Sollte also auch noch ein Mitglied des Hauses anwesend sein, welches seine Stimme noch nicht abgeben konnte, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, dies zu tun. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Thomas Seitz für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Über 30.000 Personen sind im Lobbyregister erfasst, egal ob Wirtschaft oder angeblicher Klimaschutz. Mit Millionenaufwand versuchen Lobbyisten, Einfluss auf die Gesetze zu nehmen. Transparenz ist deshalb zwingend, um akzeptable Interessenvertretung von korrupter Einflussnahme abzugrenzen. Der nächste Schritt muss sein, dass Karenzfristen ausgeweitet und der lukrative Wechsel vom Amt oder Mandat zum Lobbyismus weiter erschwert wird. Und gerade aus aktuellem Anlass müssen wir auch die umgekehrte Richtung dringend beleuchten. Denn natürlich braucht es auch Karenzzeiten beim Wechsel von Interessenverbänden in Ministerien. Und wo wir bei der Entlastung der Exekutive vom Verdacht der Korruption sind, wie wäre es mit Registern für Verwandtschaft, Schwägerschaft oder Trauzeugen? Auch für uns Abgeordnete kann sich Lobbyarbeit so richtig lohnen, dachte sich wohl 2018 Kollege Amthor und bewarb beim Parteifreund und Wirtschaftsminister ein New Yorker Start-up. Als Gegenleistung gab es Aktienoptionen, deren möglicher Wert auf bis zu 250.000 US-Dollar aus damaliger Sicht geschätzt wurde. Ein Vorgang so beschämend wie folgenreich. Die Union musste ihre Totalverweigerung des Lobbyregisters aufgeben. Und nach diversen Maskenaffären von Unionsabgeordneten wurde im April 2021 das Lobbyregistergesetz verabschiedet. Bei der Union nicht aus Überzeugung, sondern als Notwendigkeit, um eine Restglaubwürdigkeit zu retten. Wen überrascht da, dass die Regelungen sich nur am ethischen Minimum orientieren? Aktuell werden Auftraggeber der Lobbyisten, Themenfelder sowie der personelle und finanzielle Aufwand der Lobbytätigkeit bei Bundestag und Bundesregierung abgefragt. Ob diese Einträge stimmen, überprüfen 8 Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung. Am Ergebnis sind aber Zweifel angebracht. Oder wie kann es sein, dass heute auf NTV ein ehrenwerter, aber finanziell überschaubar aufgestellter Verband wie der Deutsche Kanuverband einer der Spitzenreiter bei den Ausgaben für politische Interessenvertretung sein soll? Am Gesetzentwurf der Koalition begrüßen wir
dass Interessenvertretungen künftig klar benennen müssen, welche Gesetze sie beeinflussen wollen, dass Lobbyagenturen Ziel und Umfang ihrer Aufträge transparent machen müssen und dass finanzielle Angaben nicht mehr verweigert werden können. Der Entwurf nimmt jedoch im Widerspruch zum Koalitionsvertrag weiterhin Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Kirchen von der Registrierungspflicht aus. Das nenne ich Mogelpackung, wenn besonders finanzstarke und einflussreiche Akteure weiterhin privilegiert werden, ohne dass ihre grundgesetzliche Stellung dies erfordert. Anders unser Gesetzentwurf der AfD, denn wir nehmen Transparenz ernst, weshalb wir den Katalog der Ausnahmen deutlich kürzen. Wie der Koalitionsvertrag erstreckt unser Entwurf den Geltungsbereich in den Ministerien bis zur Referentenebene. Sie mogeln auch hier und wollen nur eine Geltung bis zur Referatsleiterebene, obwohl Sie genau wissen, dass die Referenten die Gesetzentwürfe erarbeiten und für Lobbyisten die wichtigsten Ansprechpartner sind. Die AfD ist auch der Meinung, dass jeder, der Lobbyarbeit leisten will, seine Zuwendungen und sonstigen Einnahmen offenlegen muss, auch gemeinnützige Organisationen. Wer Angst hat, dass es weniger Spenden gibt, wenn der Bürger sieht, mit wem gekungelt wird, beweist nur, wie wichtig Transparenz auch in diesem Bereich ist. Wir rücken deshalb auch nicht von der Forderung nach der legislativen Fußspur ab. Jedem Gesetzentwurf muss eine Auflistung aller Interessenvertreter beigefügt sein, die an dem Entwurf mitgewirkt haben. Die SPD hat dies schon 2011 gefordert und die Koalition so vereinbart. Warum fehlt es jetzt im Gesetzentwurf? Und schließlich ist für die AfD auch der exekutive Fußabdruck unabdingbar, also dass Ministerien und Behörden verpflichtet sind, sämtliche Kontakte zu Interessenvertretern zu dokumentieren. Ich hoffe, dass die Koalition noch nachbessert, denn Lobbyarbeit im Bundestag muss sichtbar für alle Bürger sein. Demokratie wird zur leeren Hülle, wenn elitäre und finanzstarke Zirkelgesetze im Hinterzimmer bestimmen. Völlig zu Recht sehen sich viele Bürger von den Altparteien nicht mehr vertreten. Nur die AfD steht für eine saubere, repräsentative wie direkte Demokratie. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Ich komme zurück zu Tagesordnungspunkt 24. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist abgelaufen. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Philipp Hartewig für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der doch fortgeschrittenen Tagesordnung und dem Zeitraum, der uns auch bleibt für die weiteren Debatten darüber, halte ich mich kurz und werde zumindest nicht auf grundlegende Gedanken in Bezug auf Interessenvertretung, Steigerung der Integrität der Interessenvertretung eingehen. Für den Zwischenruf von Herrn Hahn gern im persönlichen Gespräch im Wahlkreis im Sommer. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf evaluieren wir also erstmals das Lobbyregistergesetz, steigern seine Aussagekraft an entscheidenden Stellen und erweitern auch den Anwendungsbereich maßvoll. Auch wenn ich oder nach meines Erachtens leider nicht der volle rechtliche Rahmen ausgeschöpft wurde. Wir bessern dabei auch insbesondere beim Drehtüreffekt bzw. bei Kettenbeauftragungen nach, müssen aber auch, weil der Punkt bisher noch nicht angesprochen wurde, feststellen, dass der Entwurf in die richtige Richtung geht, aber wie so oft im parlamentarischen Verfahren, wir auch da Spielräume haben. Denn Transparenz kostet und Transparenz ist auch etwas wert. Dennoch müssen wir uns auch im Bereich Aufwand und Bürokratie noch einmal kritisch anschauen, wo wir Aufwand so reduzieren können, ohne beim Erreichen des Gesetzeszwecks Abstriche zu machen. Und ein Gedanke noch zum Thema Spenden. Sie haben das ja auch in den Zeitungen diese Woche schon mehrfach gebracht und unterstellt, dass mit der vorgelegten oder mit dem Vorschlag Finanzströme linksgrüner Vorfeldorganisationen, NGOs privilegiert werden. Wir streichen, das wurde mehrfach angesprochen, die Möglichkeit zur Verweigerung der Angabe des Spenders. Wenn wir damit angeblich linksgrüne Vorfeldorganisationen protegieren,
Was haben eigentlich Sie dann mit dem Entwurf vorher gemacht, mit Verweigerungsmöglichkeit? Einen linksgrünen Sumpf geschaffen für NGOs. Deswegen versteht sich das nicht so richtig. Deswegen ein bisschen Ehrlichkeit auch in der Debatte. Wir streichen auch mit den berechtigten Gründen, die auch für diese Verweigerungsmöglichkeit sprechen. Diese Verweigerungsmöglichkeit und dieser Vorwurf ist unsachlich und tut der Debatte auf keinen Fall gut, weil uns allen geht es doch darum, für eine integre Interessenvertretung zu sorgen. Und das ist auch das Anliegen für weitere Verfahren. Dieser Entwurf ist also ein guter Auftakt in Richtung mehr Transparenz. Die verbleibenden Minuten spende ich gern dem Haus und freue mich auf die weiteren Beratungen, insbesondere mit den Mitberichterstattern. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. André Hahn für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Glückwunsch, liebe Ampelkoalitionäre. Glückwunsch dazu, dass Sie Ihre Möglichkeiten in der Regierung jetzt dazu nutzen, die jahrelange Blockadehaltung der Unionsparteien beim Thema Lobbyregister aufzubrechen. Und Glückwunsch auch dazu, dass Sie viele Punkte, die Die Linke seit Jahren gefordert hat, nun endlich aufgreifen. Nötig ist es in der Tat. Das zeigten in der letzten Wahlperiode unter anderem der Massenskandal, die Aserbaidschan-Affäre der Union und nicht zuletzt die Berichte aus dem Bundeswirtschaftsministerium rund um Robert Habeck. Die dort auffällig gewordenen Interessenskonflikte gingen ja breit durch die Medien und zeigen auf, dass an vielen Stellen daran gearbeitet werden muss, das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Und auch die SPD ist nicht frei von Problempersonal. Es bleibt zu hoffen, dass zum Beispiel bei Sigmar Gabriel oder Johannes Kahrs mit den neuen Regelungen nun transparent wird, welchen Firmen sie die Türen zum Bundestag und der Bundesregierung bis heute sperrangelweit offen halten. Mit der FDP, meine Damen und Herren, will ich erst gar nicht anfangen. Da reicht meine Redezeit nicht aus. Beispiele, wo Handlungsbedarf beim Lobbyismus besteht, zeigte ja das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann im September letzten Jahres. Meine Damen und Herren, dass ein überfälliges Gesetz nun endlich kommt, darf uns aber nicht davon abhalten, es noch besser zu machen. Daher hat Die Linke heute noch mal einen Antrag aus dem Dezember 2021 beigelegt, in dem wir eine unabhängige Prüfinstanz und die Offenlegung von Lobbykontakten fordern. Und nach den heutigen Berichten des Redaktionsnetzwerks Deutschland und der Tagesschau, wonach jeder dritte Eintrag im existierenden Lobbyregister des Bundestags fehlerhaft ist, jeder dritte, sprechen wir hier offen, hoffentlich nicht zum letzten Mal über dieses Gesetz. Und wenn es Ihnen wirklich ernst damit gemeint ist, das Vertrauen in die Arbeit der Abgeordneten und der Bundesregierung zu stärken, dann seien Sie konsequent und führen jetzt auch Kontakttransparenz und einen Lobbykalender ein. Es muss transparent sein, wer sich bei der Erarbeitung von Gesetzen außerhalb des Parlaments wann mit wem trifft. Und in den Ministerien muss das auch bis auf die Ebene der Referenten herunterreichen. Das ist unsere Forderung. Im Übrigen wird das bereits im Lobbyregister der Europäischen Union so gehandhabt. Warum also nicht auch bei uns? Gerade jetzt, wo von rechts außen versucht wird, die demokratischen Grundwerte auszuhöhlen, darf Lobbyismus keine Steilvorlagen für deren Populismus liefern. Den exekutiven und legislativen Fußabdruck für die Öffentlichkeit transparent bereitzustellen, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Es kann nicht angehen, dass erst durch schriftliche Fragen, wie kürzlich von meinem Kollegen Pascal Meiser in Richtung Wirtschaftsministerium, Ermittlungsdruck aufkommt und Details eingeräumt werden. Dass nun von meinem eingangs geäußerten Lob scheinbar nicht mehr viel übrig ist, zeigt auf jeden Fall, dass es auch am vorliegenden Gesetzentwurf noch einiges zu verbessern gibt. Grundsätzlich, meine Damen und Herren, letzter Satz, ist die Änderung des Lobbyregistergesetzes aber ein wichtiger Schritt, den wir als Linke begrüßen. Gehen wir diesen Weg gemeinsam konsequent weiter. Ich komme noch einmal zurück zum Tagesordnungspunkt 24 und gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung, Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der UNIFIL bekannt. Abgegebene Stimmkarten 548,
Mit Ja haben 471 Abgeordnete gestimmt, mit Nein stimmten 76 Abgeordnete und es gab eine Enthaltung. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Nun zurück zu unserer Debatte. Das Wort hat die Kollegin Sonja Eichwede für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Als Abgeordnete sind wir Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur unserem Gewissen unterworfen. So steht es in Artikel 38 des Grundgesetzes. Diese Unabhängigkeit und Freiheit ist Grundpfeiler unserer repräsentativen Demokratie und Leitlinie der in diesem Haus getroffenen Entscheidungen. Das alles betrifft nicht nur unsere Entscheidung an sich, sondern das gesamte Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Demokratie. Sie funktioniert eben nur, wenn wir hier wirklich die Interessen der Bevölkerung vertreten und nicht die einzelner Gruppen, Organisationen oder Verbände. Und vor allem dürfen wir nicht nur zu unserem eigenen Vorteil handeln. Treffen mit Interessenvertretern können in Gesetzgebungsverfahren sehr wichtig sein. Sie sind wichtig, um unterschiedliche Perspektiven zu erfahren, um die Perspektiven in die Diskussion mit aufzunehmen. Sie müssen aber offengelegt werden, und diese Interessen müssen immer gegeneinander abgewogen werden. Das Vertrauen in die Demokratie ist nicht nur bei uns in Ostdeutschland, sondern im ganzen Land zurzeit an einem kritischen Punkt. Deshalb ist es so wichtig, dass dieses wichtige Gesetzgebungsvorhaben gerade jetzt durch die Ampel in den Deutschen Bundestag kommt. Es kommt nicht von ungefähr, dass bei jeder Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis, ob aus Brandenburg an der Havel, aus Werder oder aus Kloster Lelin, Schülerinnen und Schüler oder Seniorinnen und Senioren die Frage nach dem Einfluss von Lobbyisten hier im Haus stellen. Die Menschen müssen wissen, dass sie sich auf uns verlassen können, damit sie in die Demokratie vertrauen, damit sie nicht den einfachen Antworten der Populisten vertrauen, sich mit diesen zufrieden geben und damit sie auch weiter in Zukunft entsprechend demokratisch wählen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Maskendeals einiger Unionspolitiker zu Beginn der Corona-Pandemie haben dem Vertrauen geschadet. Es muss jedem Abgeordneten in diesem Haus bewusst sein, dass er mit solchem Verhalten an den Grundfesten unserer Demokratie sägt und eben entsprechend dieses Vertrauen auch zerstören kann. Damit zerstört er sehr viel mehr, als er je für sich persönlich gewinnen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Feinde, und man hört es ja auch an den Zwischenrufen, die Feinde der Demokratie sehen ständig Zweifel. Man hört es an den Reden von ganz rechts, hier zum Beispiel, diesen darf nicht weiter Tür und Tor geöffnet werden. Deshalb müssen wir hier entsprechend mit diesem Lobbyregister auch eine richtige Antwort finden, liebe Kolleginnen. Transparenz und die Glaubhaftigkeit von Politikern, von Staatssekretären, von Mitarbeitern, von Ministerien ist Voraussetzung für unsere Arbeit. Das ist seit letztem Jahr geltenden Lobbyregister sehr stark verankert. Dies ist ein wichtiges Instrument, ein gutes Instrument, das wir aber jetzt mit dieser Reform eben entsprechend noch besser machen und machen müssen, um Löcher, die bestehen, entsprechend zu stopfen. Es braucht deshalb eine gezielte Offenlegung von Kontakten. Und sie werden gestopft, lieber Herr Schnieder. Wir machen das als Ampel mit der größtmöglichen Transparenz, um entsprechend das Vertrauen zu stärken. Um das Vertrauen entsprechend zu stärken, das auch durch Ihre Fraktion, gerade durch die erwähnten Maskendeals oder durch den Kollegen Amthor in den letzten Jahren kaputt gemacht wurde. Deshalb machen wir erstens
die Angaben, dass Interessenvertreter angeben müssen, auf welche konkreten Gesetzesvorhaben sie Einfluss nehmen wollten. Zweitens, dass alle Kontakte zu Ministerien ab Referatsleiterebene angegeben werden müssen, denn die Mitarbeitenden im Ministerium arbeiten entscheidend an den Gesetzentwürfen mit und können Einflussnahmen auch ausgesetzt sein. Wir machen drittens die Drehtüreffekte offenbar, dass eben Mandatsträgerinnen und Amtsträgerinnen, die zu Lobbyverbänden wechseln, dieses auch offenlegen müssen. Viertens, sehr geehrter Herr Schnieder, es wurde schon erwähnt, ist eines der wichtigsten Vorhaben bei diesem Gesetz, dass die Finanzierung der Verbände nicht offengelegt werden muss und diese Angaben nicht mehr verweigert werden können, wie in der alten Fassung. Und fünftens muss ich sagen, dass es mir aber auch wichtig ist, dass wir im Verfahren noch über die Frage des Schwellenwertes von Spenden reden müssen, denn hier waren auch die Angaben von 100.000 Euro im Kalenderjahr im Gespräch. Darüber wollen wir noch mal sprechen, denn wir denken, dass bei dieser Ebene die Spendenbereitschaft nicht beeinträchtigt werden würde und den Wohltätigkeitsverbänden trotzdem Rechnungen mit ihren wichtigen Anliegen getragen werden. Alles in allem ist dies ein wegweisender Gesetzesentwurf in die richtige Richtung für mehr Transparenz, mehr Vertrauen und mehr Verantwortung für unsere Demokratie und unser Land. Vielen Dank. Mir fällt gerade auf, dass ich meinen obligatorischen Hinweis, als ich diese Schicht hier übernommen habe, dass ich mir natürlich vorbehalte, die Protokolle der heutigen Debatte noch einmal zu prüfen, inwieweit gegebenenfalls Zwischenrufe, verbale, nonverbale Äußerungen geeignet waren, Rednerinnen und Redner oder Kolleginnen und Kollegen herabzusetzen oder zu beleidigen, dass ich das auch heute mir vorbehalte und entsprechend den Möglichkeiten, die mir die Geschäftsordnung gibt, dann auch, wenn es notwendig sein sollte, nachträglich mich dazu entsprechend äußere. Das Wort hat der Kollege Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt nichts schön zu reden. Die Maskendeals von ehemaligen Mitgliedern unserer Fraktion haben dem Vertrauen in Demokratie ebenso geschadet wie Compliance-Verstöße im Bundeswirtschaftsministerium, wie eine Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern oder Erinnerungslücken des Bundeskanzlers in der Warburg-Sache. Aber all das, was Vertrauen in Demokratie gefährdet hat, in diesen Fällen werden wir nicht allein mit einem Lobbyregister und auch mit einer Verschärfung bekämpfen können, sondern mit dem Glauben an Integrität in die Mandatsträger und mit dem Glauben, dass wer ein politisches Amt hat, auch Verantwortung für das Gemeinwesen hat und eben nicht zu solchen Spielereien und Verhaltensweisen greifen sollte. Ich will aber auch sagen, dass bei diesem Gesetzentwurf Sie ein Stück weit über das Ziel hinausschießen. Ich will das begründen mit der Frage der Angaben in Bezug auf die Spenden von dritter Seite. Es ist richtig, dass Sie die Angaben, der Verzicht auf die Angaben von Spenden, dass diese Option nicht mehr möglich ist. Aber es ist nicht konsequent und rechtlich auch bedenklich, wenn Sie jetzt eine neue Schwelle einführen, nämlich 10.000 Euro als veröffentlichungspflichtige Schwelle plus 10% der Gesamtspendensumme. Sie verknüpfen also eine absolute Schwelle mit einer relativen. Das führt im Ergebnis dazu, dass je größer das Spendenaufkommen ist und damit desto wirkmächtiger die entsprechende Organisation, sie umso intransparenter behandelt wird, weil damit auch größere Beträge nicht veröffentlichen müssen. Das ist das Gegenteil von Transparenz. Unser Vorschlag wäre ganz einfach. Streichen Sie das und. Sie müssen veröffentlichen, wenn Sie 10.000 Euro an Zuwendungen bekommen oder wenn es 10% der Gesamtspendensumme umfasst.
Und ich finde, wir könnten auch eine Bereichsausnahme für die Rettungsdienste und für den Kernbereich der humanitären Organisationen schaffen, bis zu einem gewissen Schwellenwert. Aber dass wir große NGOs aus dem Ausland finanzieren lassen, dass wir sie, obwohl sie politisch wirkmächtig sind, ganz anders behandeln als übrigens Parteispenden, das ist eine Schieflage. Und diese Schieflage ist nicht in der Lage, Vertrauen in die Politik sicherzustellen. Deswegen unser Appell, seien Sie bei der Veröffentlichung von Zuwendungen an Lobbyorganisationen mit der gleichen Achtsamkeit unterwegs wie auch bei Parteispenden. Es ist nicht zu viel verlangt, dass, wenn wir über Transparenz sprechen, dass wir den Kern der Finanzierung auch so angeben, wie es an sich notwendig wäre. Deswegen unser Vorschlag, streichen Sie das und, dann haben wir eine gute Diskussionsgrundlage. Und letzter Punkt in Bezug auf die verschärften Veröffentlichungspflichten der Lobbyorganisationen. Dass Sie Referatsleiter mit einbeziehen oder Referenten, das könnte auch die Regierung im Rahmen ihrer exekutiven Eigenverantwortung im Rahmen der Geschäftsordnung regeln. Aber wenn Sie jetzt jede Stellungnahme veröffentlichen müssen, dann führt das dazu, dass natürlich der Lobbyaufwand entsprechend höher wird. Profitieren werden davon nicht die Organisationen, die sich nur sporadisch an den Bundestag wenden, wie jetzt beispielsweise Hospizvereine bei der Debatte um die Sterbehilfe, sondern sie bevorzugen durch mehr Bürokratie systematisch die großen und die wirkmächtigen Lobbyorganisationen und die kleineren mit einem Anliegen, das wir auch bewerten sollten, fallen hinunter. Deswegen unser Appell, stellen Sie eine Gleichbehandlung der Organisationen dar und tragen Sie Sorge, dass durch diese Gleichbehandlung und auch kluge Regelungen das Vertrauen gestärkt wird. Herzlichen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Dr. Till Steffen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, es gibt kein Thema, was in der Breite der Bevölkerung so viele Leute beschäftigt wie die Frage, ob es tatsächlich sein kann, dass Politikerinnen und Politiker zu ihrem eigenen Vorteil wirtschaften oder zum Vorteil bestimmter Interessengruppen. Das ist ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Das hört man in Bürgerinnengesprächen, das hört man, wenn man die Leute sich unterhalten hört, in der U-Bahn oder wo auch immer. Das beschäftigt die Leute. Und das ist auch absolut richtig, dass wir als Politik hier Rechenschaft ablegen und dass wir uns engagieren dafür, dass Transparenz hergestellt wird. Wir haben als Grüne schon sehr lange dafür gestritten, dass wir dieses Lobbyregister kriegen, dass wir hier mehr Transparenz herstellen. Und in der Tat, es brauchte dieses Hochschlagen von wirklich überbordender Einflussnahme zugunsten einzelner Interessen, wie es bei der Maskenaffäre der Fall war, damit das endlich durchsetzbar war. Und deswegen finde ich das gut, dass Sie auch das jetzt so nachdenklich formuliert haben, Herr Ulrich, mit Ihren eingehenden Worten, dass wir tatsächlich natürlich alle da auch uns bei uns selber anschauen müssen, welche Punkte sollten genau betrachtet werden, wo müssen wir an unserer Transparenz arbeiten, wo müssen wir auch selber Rechenschaft ablegen. Und das hat natürlich zu tun damit, also ich meine, wir haben eine Situation gehabt, wo ein Bundeskanzler und Parteivorsitzender gesagt hat, das mit den Spenden sage ich Ihnen nicht, darauf habe ich mein Ehrenwort gegeben. Das ist ja, da haben ja viele Leute gesagt, das ist doch ein Witz, wenn da jemand sagt, dass da, ich habe mein Ehrenwort gegeben, da ist doch was faul. Und deswegen sagen wir auch, bei dieser Spendenangabe zu sagen, ja, ich könnte es angeben, aber ich mache es nicht, das muss mein Ehrenwort reichen, das reicht uns eben nicht aus, sondern wir wollen, dass die Leute dann tatsächlich Transparenz üben und deswegen haben wir diese Maßnahme ergriffen. Genauso wie wir bei Organisationen, die für andere aktiv sind, die dann die Interessen vertreten, wo wir dann eben auch offenlegen, wer gibt denen das Geld, für wen sind die eigentlich aktiv, das ist auch eine wichtige Neuerung. Und deswegen ist ganz klar, es kommt zu mehr, wesentlich mehr Transparenz durch diese Änderung. Und ich finde, dass wir uns hier am allerwenigsten von der AfD belehren lassen müssen, die ja tatsächlich auch die gleiche Masche mit den Parteispenden auch entsprechend vollzogen hat und tatsächlich selber ja den allergrößten Anlass gibt, zu fragen, aus welchen Quellen diese Partei in Wahrheit finanziert wird. Und ja, der Einsatz für Transparenz ist ein Dauerlauf. Wir sind schon länger dabei. Es gab diesen ersten Schritt in der letzten Wahlperiode. Vielen Dank an allen, die das damals durchgesetzt haben. Wir machen jetzt diesen Schritt als Ampel gemeinsam. Und wir haben noch einen weiteren Schritt, den wir verabredet haben. Das betrifft das Thema Fußabdruck.
Währenddessen all das, was wir jetzt hier verabreden, ja stärkt darzulegen, wer hat mit wem Kontakt gehabt, also wer war im Kontakt, geht es beim Fußabdruck eben genau darum darzulegen, worum ging es, dass also tatsächlich, wenn bestimmte Stellungnahmen eingeflossen sind in Gesetzentwürfe der Regierung, aber auch in Gesetzentwürfe von Abgeordneten oder Fraktionen, dass dann dargelegt wird, woher stammt das, auf wen geht das zurück. Ich bin froh, dass wir als Ampel jetzt diesen wichtigen Schritt für mehr Transparenz gehen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 7346, 1322 und 288 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.